hier so aus der Nähe. Also ich komme irgendwie aus der Nähe so von Büren und fahre dann öfters mal hin, um meine Verwandtschaft zu besuchen. Und letztens war wieder so ein Familienfest und da habe ich dann diesen Text geschrieben. Oma ist tot. Oma ist tot, ich glaub's nicht, denke ich, und lauf mit der ganzen Beerdigungsgesellschaft durchs Heimatdorf Richtung Friedhof. Vornweg, Oma, hier im tiefsten Münsterland macht man das so, einmal durchs Dorf mit dem Sarg, damit auch jeder sieht, was passiert ist. Mit Oma ist es vor 5 Tagen passiert. Gut, ist beim Pflaumenpflücken vom Baum gefallen, direkt auf den Jägerzaun. Schön war das nicht, aber mit 93 muss man ja jeden Tag mit sowas rechnen. Immer wieder schließen sich weitere Menschen aus dem Dorf unserer bunten Truppe an. Vornweg Oma, gefolgt vom örtlichen Schützenverein, dann wir, also die Sippschaft, Heimatverein, Kegelschwestern, Doppelkopfrunde, der Kirchenchor und zu guter Letzt die netten Damen von der Altkleiderspende. Oma kannte eben jeden. Wenn sich jemand unserer lustigen Truppe anschließen will, ist das natürlich auch kein Problem. Wird sogar gerne gesehen. Wer ist bei euch gestorben? Ruft es gerade aus dem Lotto-Totto-Laden. Oma ist tot, rufen wir zurück. Wartet, ich mach dicht, sowieso heute nichts los. Schallt aus dem Laden und schwupps haben wir einen neuen Gast. Mit einem kleinen Schnäpschen und brandaktuellen Klatsch aus dem Dorf wird der neue empfangen. So wird von einer Monika berichtet, die schon wieder Wasser in den Beinen hat. Eine andere erzählt, dass sie jetzt im fernen Münster eine künstliche Hüfte bekommt. Ich bin die Nächste, die durchs Dorf tragen könnt. Dramatisiert sie den Eingriff. Und aus einer Kegelschwester sprudelt die Nachricht heraus, dass eine Tanja gerade Drillinge geworfen hat. Schwere Geburt. Und der Mann, der saß die ganze Zeit im Heidekrübchen. Der Dorf knallt und hat sich die Leber kaputt gesoffen. Alle schütteln entsetzt den Kopf. Ach, der tu nicht gut, sagen sie alle. Es wird erzählt und geschnattert in unserer lustigen Truppe. Dann geht's wieder weiter. Wir müssen noch mit Oma durch die gesamte Fußgängerzone. Dann über den Lidl-Parkplatz und am Heidekrübchen vorbei, wo auch nachher gefeiert wird. Vorm Lidl machen wir noch mal eine kleine Pause. Der ein oder andere muss noch fürs Wochenende einkaufen. Und ich brauche auch noch Klopapier und Waschmittel. Wir stellen also auch mal eine freie Parklücke. Wir machen unsere Besorgung. Oma ist tot. Nach dem Einkauf geht's ohne größere Pausen weiter und schneller als gedacht stehen wir bei Omas neuen Zuhause, also vor ihrem Loch, wo wir sie gleich einbuddeln. Vorm Einbuddeln beginnen aber erstmal die Reden. Jeder darf was er sagen. Natürlich am Anfang der Herr Pfarrer. Der Herr Pfarrer erzählt, dass Oma im Zweiten Weltkrieg ganz viele Juden bei sich versteckt hat. Ohne Oma wäre es für die Böse ausgegangen, sagt er. Eine Dame aus der Doppelkopfrunde kommentiert die Geschichte. Die hat sich das aber gut bezahlen lassen. Alle lachen. So war Oma eben. Ich wusste, wie man eine Mark machen konnte. Dann berichten die Kinder, was Oma für eine war. Hart, aber gerecht, sagen sie. Da sind wir Enkel dran. Meine Cousine Sabine hat ein Gedicht geschrieben. Es handelt von Vögeln, Oma und Weihnachten. Ich habe es nicht verstanden, aber die Gesellschaft klatscht Applaus. Folgt erzählt die Doppelkopfrunde, dass sie sich jetzt auflösen müssen, weil sie mit Oma ihren 4. Mann verloren haben. Am Ende ist der Schützenverein dran, der extra für Oma ein paar Lieder einstudiert hat. Sie singen, es gibt kein Bier auf Hawaii und den Paris-Song. Sie machen nochmal richtig Stimmung. Alle singen mit, außer der Kirchenchor, der eingeschnappt ist, weil er nicht selber ein Lied zum Besten geben darf. Oma ist tot. Dann geht's abwärts mit ihr. Mehr recht und schlecht lassen die Sargträger, also meine leicht angetrunkenen Onkels, Oma hinab. Weil die Onkel schon ziemlich an dem Kahn haben, nimmt Oma die letzten Meter im freien Fall. Aber das Holz eine gute westfälische Eiche hält. Junge, höre ich auf einmal hinter mir. Junge, ist Mutter, die mich kurz zur Seite zieht. Sie flüstert mir ins Ohr, dass ich gleich zugreifen soll. Schnapp dir bei Oma, was du kannst, nicht, dass wir wieder leer ausgehen, sagt sie. Wie beim letzten Mal, als Opa gestorben ist. Ich verspreche es. Oma ist tot. Nachdem wir ein bisschen Erde und eine Blume oder einen kleinen Feigling ins Grab geschmissen haben, geht's Richtung Heidekrübchen zum Leichenschmaus. Onkel Otto ist schon vor uns allen da, er hat schon alles vorbereitet, sagt er. Dabei hat er sich das eine oder andere Schnäpschen schon selber gegönnt. In den nächsten Stunden wird hart gefeiert im Heidekrübchen. Wer aus dem Dorf noch nicht bei der Beerdigung dabei war, ist jetzt spätestens anwesend. Es gibt Kaffee, Kuchen und Schnaps.
Das ein oder andere Tänzchen wird aufs Parkett gelegt und der Herr Pfarrer erzählt schlüpfrige Geschichten aus Omas Vergangenheit. Ein paar Stunden herrscht gute Laune. Wir müssen das Fest aber abbrechen, da die Verwandtschaft noch zu Omas alter Dachstube muss. Jetzt ist Erben angesagt, denke ich. Meine Mutter und ich geben nochmal richtig Gas, um nicht wie den Letzten zu sein, die nichts abkriegen. So schnell wie möglich rennen wir alle zu Omas altem Haus. Wer zuerst kommt, mal zuerst, schreit Mutter. Gibt mit ihren 70 Jahren nochmal so richtig Stoff. Aber auch die andere Sippschaft rennt wie von der Tarantel gestochen durchs Dorf. Bei Omas alter Bude angekommen, beginnt das große Erben. Mutter hat sie aufs Porzellan abgesehen, mit ihr aber auch zwei andere Tanten. Onkel Otto räumt das Tafelsilber aus dem Schubladen. Ich schnapp mir die große Biedermeier-Standuhr und ein paar handgedengelte Topflappen. Kürzester Zeit räumen wir Omas alte Bude leer. Natürlich nicht ohne den einen oder anderen Streit. Die eine oder andere kleine Schubserei. Bei uns ist das nun mal so. Bei Erlungen ist eben kein Kindergeburtstag. Es ist kein schöner Anblick, aber so ist das nun mal bei uns, bei unserer Brut auf dem Land. Oma ist tot. Erst gegen 8 komme ich wieder zu Hause in Münster an. Hinten in meinem kleinen Ford Fiesta eine große Standuhr. Auf dem Rücksitz Trockentücher und Bettwäsche. Mutter hat den Kampf ums Porzellan gewonnen. Eine ganze Wäschewanne voller Teller und Tassen steht auf ihrem Schoß. Was sie damit will, weiß sie auch noch nicht. Aber besser wir als die Verwandtschaft, sagt sie. Oma hätte es so gewollt, sag ich. Danke.